Also der Dual Wing Generator ist nichts anderes als eine Anlage, um aus einem Windstrom Leistung zu entnehmen. Er tut im Ergebnis genau das Gleiche, was jede Kleinwindanlage tut, bis hin eben auch zu großen Windkraftanlagen. Ich kann Ihnen hier das zeigen, was normalerweise der Wind macht, dass er nämlich diese Tragfläche, wenn sie nach unten zeigt, auch nach unten drückt. Der Hubweg ist dann irgendwann beendet. Und das ist jetzt diese selbstoptimierende Steuerung im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Winkeländerung, auch im Hinblick auf die Drehamplitude. Die Frequenz, die stellt sich von alleine ein, die hängt nämlich von der Windgeschwindigkeit ab. Also das, was ich jetzt hier mit Hand mache, das ist das, was wir dann auch sehen können, wenn wir den Windgenerator anschalten, der die Maschine von alleine in Betrieb setzt. Es ist so, dass wir in den Labormessungen festgestellt haben, dass die besondere Strömungsphysik dieser gekoppelten Schlagdrehbewegung, die zur Leistungsentnahme aus dem Luftstrom verwendet wird, viel besser kontrollierbar ist und wir auf diese Weise einfach höhere Leistungsbeiwerte bekommen im Vergleich zu Kleinwindanlagen ähnlichen Durchmessers oder ähnlicher Abmessungen. Wir haben ja im Binnenland hier in Europa typischerweise den großen Mittelwert von ungefähr 6 Metern pro Sekunde. Wenn man jetzt den Energieinhalt einer Strömung von 6 Metern pro Sekunde sieht, dann ist das generell nicht viel. Aber wenn man jetzt sich auf den Standpunkt stellt, ich möchte, ähnlich wie bei der Solarenergie, eigentlich auch so etwas wie Windkollektoren haben, die auch unter weniger günstigen Bedingungen noch Leistung entnehmen, dann ist dieser Dual Wing Generator in der Tat eine Alternative. Es kommt auch noch eins hinzu, ich habe hier eine ganz andere Geometrie als bei einem Rotor. Ich habe eine lange, schmale Fläche, die mit den Tragflächen über den ganzen Querschnitt die gleiche Anströmung bekommt. Das kriegen Sie mit Windrotoren nie hin, weil sie von der Flügelwurzel bis zur Flügelspitze immer einen großen Durchmesser haben, sodass man sich auch vorstellen kann, dass man solche Anlagen in einer mittelgroßen Dimension auf größeren Häusern unterbringt und auf diese Weise noch eine zusätzliche permanente Energiequelle hat, im Sinne regenerativer Energien. SmartBird war das Fluggerät, in dem erstmals ein theoretisches Konzept umgesetzt wurde, was 80 Jahre alt ist, was aber nie jemand wirklich so ernst genommen hat. Das ist die aktive Torsion. Das heißt, ich greife an der Tragfläche an mit einer sehr geringen Drehleistung und bekomme auf diese Weise einen sehr hohen Wirkungsgrad, den ich nur durch eine passive Verformung des Flügels im Hinblick auf die Drehung nicht bekommen würde. Und diese aktive Torsion, die ist jetzt auch in dieser Maschine wieder zum Einsatz gekommen, weil wir sehr gezielt über den Hubweg getriggert die Drehung ansteuern können und das auch mit dem, was ich als partiell lineare Kinematik bezeichne, nämlich dass wir über den fast ganzen Hubweg einen konstanten Anstellwinkel haben, der sich oben in den Umkehrpunkten dann sehr schnell ändert. Auch das ist ein strömungsmechanisch begründeter und steuerungstechnisch realisierter Vorzug. Und aus dieser Parallele stammt halt eben die Fortschreibung. Wir lernen von der Natur und nehmen SmartBird und sehen das als Pate für die Kinematik, die hier umgesetzt ist. Vielen Dank.